Ja. Ich habe irgendwie vergessen, dass ich auf den Knopf gedrückt habe. Willkommen zurück. So. Ach ja, wir sind ja vergiftet. Können wir hier ins Wasser? Wer kann denn schwimmen? Alex. Aber macht Spaß. Ja, ja, andersrum. Also ich finde Surfen cooler als Radfahren. Gehen wir mal hier lang. Ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Gib niemals auf. Versuch dein Glück mit Pokébällen. Ist das eigentlich richtig irgendwie? Gleich ist Dave tot. Dave wurde besiegt. Sei ein Rebell. Punkt. Ein Ausrufezeichen war da. Ich dachte gerade, der hätte die Kettensäge in der Hand. Glatzkopf möchte kämpfen. Ein Rasaf. Das hatten wir auch mal. Windstoß? Ist gut? Irgendwas, was nicht so viel abzieht. Ja. Schöner Reich Level 39. Maschok. Nö. Nee. Oh, diese Haare. Nice. Ich habe jetzt schon nach oben gedrückt. Das ist aber ganz schön lang. Hallo. Jetzt muss ich auch noch gleich auf der anderen Seite wieder runter. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Vielleicht weil es schon fertig entwickelt ist. Schon wieder so einer. Was hast du denn? Ein Maschok. Ist das nicht schon die... Ach, ich weiß es nicht. Yay! Gewonnen-hittet. Hey, was sollte das? Du wolltest doch kämpfen. Noch einer. Voltoball... Voltobal wird dich unter Strom setzen. Wer bist du denn? Ein Biker. Es wäre jetzt lustig, wenn er kein Voltobal hätte. Dom, dom, dom. Yay! Noch eins. Direkt alles weg vom Fenster. Warum ist er ausgewichen? Ich glaube, ich habe da gerade nicht hingeguckt. Ich habe geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Du hast mich geerdet. Ach so. So nennt man das heutzutage also. Wir sind Biker-Könige des Highways. Was für ein Highway. Wir sind alles nur Trampelpfade. Eins. Slimog. Das Auto. Yes. Oh, Schänderreich Level 40.
Ich bin voll auf die Nase gefallen. Ui. Links oder rechts? Ich gehe mal links. Und dann hochfahren wir wieder da den Weg. Ich muss ein wenig abnehmen. Dann fahren wir mit dem Fahrrad und nicht mit dem Moped. Achso. Ein Glatzkopf. Oh, 4 Stück. Ein Menki. Nee, ist Razaf nicht Dave? Na, ich weiß es nicht. Ich bin zu verwirrt. So, was hast du noch? Noch eins. Nö, aber jetzt mache ich mal mit Konfusion anstatt Psystrahl. Oh, das funktioniert auch. Ein Maschok. Nö. Ich versuche hier auch mal Konfusion. Ich glaube, Maschok ist dafür anfälliger. Oh. Fußkick, Gdisch. In dein Face. Boah. Das hat zu viel abgezogen. Macholo. So. Und das wär's dann auch schon, ne? Puh, eine gute Übung. Was steht hier? Route 17, Busmania City, Fuchsania City. Wow. Du besitzt ein schickes Fahrrad. Fährt es sich gut? Willst du mir das jetzt klauen? Biker möchte kämpfen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viele Pokémon er hat. Was? Och nö, jetzt ist schön vergiftet. Also wahrscheinlich vergiftet. Auf jeden Fall. Hat schon nicht mehr viel Energie. Nee. Kein Ton. Weil Energiegedöns muss übertönen. So. Wunderbar. Okay. Gut, dann machen wir hier alles. Wir müssen jetzt noch den mittleren Weg fahren, der sich da geteilt hat. Ach man, ich habe die Musik immer anders im Kopf irgendwie. Was steht hier? Tipps für Trainer. Drücke den A- oder B-Knopf, um auch bei Gefälle die Position zu halten. Ah! Gut, dass ich das jetzt erfahren habe. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon ist einzigartig. Selbst gleiche Pokémon mit identischem Level unterscheiden sich voneinander. Das wurde mir auch schon gesagt. Das wusste ich auch noch nicht. Ein Hinweis. Achte auf weggeworfene Items. Kommt jetzt eins? Oder kommt hier oben jetzt eins? Boah. Es sind so viele Trainers. Dann fangen wir mit ihm hin hier. Den hatten wir schon. Ah, gut. Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Aber Ash ist doch ein Kind.
Das ist maximal 15. Shen, du mit deinem Gidim. Ach ja. Ich hab Lust auf was Süßes. Ich hab aber nix. Shen erreicht Level 41. Beide Shen die stärkste. 41. Hatten wir nicht 39er? Alex! Ach, Surfer hätte ich, glaube ich, mal benutzen können. Ich glaube, ich bleib bei Gehorn-Attacke. Ach, das war's schon. Die Luft ist raus. Was willst du, Kleiner? Spielen. Will doch nur spielen. Ich tue doch nichts. Los, Shen! Eigentlich, ja gut, dann mach halt. Eigentlich wollte ich ja jetzt mit Alex weiter kämpfen. Es wäre ganz cool, wenn man dann weiterkämpfen würde mit dem Pokémon, was man als letztes draußen gehabt hätte. Das wäre cool. Ist nicht so gut. Zieht das viel ab? Nö. Kopf wurde besiegt. Hoho! Hohoho! Ho. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was finden, was wir fangen können. Oh, ein Ponita. Ist das ein Ponita? Ein Ponita. Dann werden wir jetzt einen Ponita fangen. So, dann schlafen wir erstmal schön. Wie ist er aufgewacht? Willst du mich verarschen? Ah, dankeschön. Hyperball, da haben wir es doch. Yay, ich habe einen Ponita gefangen. Da haben wir jetzt schon 46. Ponita, Feuerpferd, 1 Meter, och wie süß, 1 Meter groß, 30 Kilogramm schwer. Dieses Pokémon kann unglaublich hoch springen. Es absorbiert die Wucht der Landung mit seinen Hufen. Ich wollte zuerst Hüften sagen. Hat ja auch 5. Okay, haben wir dich schon? Auf dem Radweg liegen nützliche Items herum. Ich brauche den Detektor. Willst du Nachwuchs haben in der City? Oder ich muss die ganze Zeit A drücken. Also, Items habe ich da jetzt nicht gesehen. Also, wenn, dann sind die halt unsichtbar. Ja, kämpfen. Kämpfen wäre schon mal ganz sinnvoll. Trinken wäre auch ganz gut. Was? Hast du noch eins? Alex. Ach. Oh, ich hier gerade Pokémon spiele. Ich habe gestern durch Zufall erfahren, weil ich mich mal wieder ein bisschen dafür interessiert habe,
wann denn jetzt Pokémon Go rauskommt. Und es soll anscheinend irgendwann im Juli rauskommen. Ich schätze mal Ende Juli irgendwann. Und man kann wohl jetzt schon dieses Pokémon Go Plus, dieses Armband, kann man schon in Amerika bestellen für $34,99. Nur ich habe gedacht, dass dieser komische Knopf da dran irgendwie kleiner wäre, weil das ist jetzt voll der Trümmer. Aber nun gut. Ich lade mir das dann erstmal runter. Und wenn es dann läuft bei mir auf dem Handy, dann bestelle ich mir dieses Ding, weil wenn es nur so am Rumlägen ist, dann ist halt schlecht. Aber das, was ich davon bisher gesehen habe, da gibt es so einen Typen, der hat, glaube ich, jetzt schon über 1,5 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das sieht ganz lustig aus. Und ich freue mich da auch schon ein bisschen drauf. Heieiei. Ich schmecke immer die Zwiebel jetzt irgendwie. Obwohl die nicht nach Zwiebel geschmeckt hat. Aber nur gut. Er ist nicht effektiv. So sieht's aus. Ist einfach mal überhaupt keinen Schaden macht. Yay! Ich habe mein Bestes gegeben. Ich könnte auch mal wieder meine Stimme verstellen. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Denn ist schon wieder die Zeit rum. Ja, dann bis denne. Tschüss!